So, Katrin, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Katrin ist aufgeregt. Guck, der Frau kommt. Guck sie an. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, ihr habt es euch gewünscht. Ihr habt euch gewünscht, dass die Frau von Elvis auch umgestylt wird. Ihr habt alle drunter geschrieben, sie hat es verdient, bitte style die Katrin auch um. Und ja, wie man sehen kann, Leute, ich bin wieder in der Nähe von den Benz-Baracken und hole die Katrin gleich ab. Und ja, diesmal geht es ja um eine Frau und ich kann gut Männer umstylen, aber Frauen bin ich da immer so, ja, keine Ahnung, ja, bin da immer überfragt, weil es so viel gibt für Frauen. Und deswegen habe ich mir heute professionelle Unterstützung geholt und zwar von meiner lieben kleinen Schwester, Kani. Hallo Leute. Freust du dich schon drauf? Sehr. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich in deinem Video mit dabei bin. Wir holen jetzt gleich Katrin ab. Und die Katrin, die weiß zwar, dass sie umgestylt wird, aber sie weiß nicht, dass wir jetzt sie erstmal zur Massage bringen, vielleicht vorher noch was essen. Und ja, sie komplett umgestylt wird. Also es kommt eine Friseurin, sie färbt ihre Haare, sie bekommt Extensions und vielleicht sogar die Nägel gemacht. Auf jeden Fall gibt es ein komplett Makeover von der Katrin. Volle Paket. Das volle Paket, auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also holen wir sie jetzt ab und dann würde ich sagen... Ciao, Kakao. Ciao, Kakao. Hey, hi. Was geht, wo ist dein Outfit? Das hängt da, wo es hin soll. Alles klar, wie geht's? Ordentlich zusammengelegt. Ja, sehr schön. Wie geht's dir? Hi. Das ist meine Schwester. Oh, ja, die hättest du mitbringen sollen, wo du mich umgekleidet hast. Jetzt ja auch ein bisschen was dazu sagen können. Ja, genau. Heute ist deine Frau dran, ne? Ja. Freust du dich schon? Das wird halt krank, ne? Das wird so anders. Ja, es wird, aber ich sag dir gleich, Rock und kurze Haare bei ihr kannst du knicken. Nee, nee, kurze Haare machen wir nicht. Und Rock auch nicht. Warte, gehen wir mal hin. Hallo, die Dame. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht es dir? Gut, aber ich bin aufgeregt. Ja? Aufgeregt, schwitz. Echt? Ja. Geil. Ich weiß ja nicht, was mit mir passiert. Ja. Total nervös. Wird cool. Ich habe meine Schwester mitgenommen. Das ist meine Schwester. Ja, hallo, hallo. Und sie, also ich bin bei Frauenoutfits immer ein bisschen überfragt. Ne? Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Okay. Sie hat da ein bisschen Ahnung, aber du darfst natürlich auch immer mitsprechen. Ne? Also wir verkleiden dich heute nicht. Meine Tochter ist auch dabei. Ne? Ja? Achso, sie kommt mit. Okay, perfekt, perfekt, super. Super. Also es wird richtig geil. Also wir machen Haare schön, Outfit schön. Du, ja, das erzähle ich dir gleich. Da gibt es noch eine kleine Überraschung. Und ja, wird cool. Ja, ich gehe mit. Du gehst mit? Ja. Hi, wer bist du? Jasmin. Hi, Jasmin. Freust du dich schon, dass deine Mutter umgestylt wird? Ja. Ja? Ja. Wird geil. Wird richtig cool. Auf jeden Fall. Hat deine Mama verdient. Haben die Leute, habt ihr die Kommentare gelesen? Oh, jo. Die Leute alle so, alle. Bitte style die Katrin um, sie hat so verdient und so. Deswegen, also ich würde sagen, wir legen gleich los. Messel ist wieder am Start, verfolgt uns den ganzen Tag, kannst du heute wieder schön rückwärts laufen. Ich freue mich. Auf jeden Fall würde ich sagen, legen wir los, oder? Peace. Also, liebe Leute, jetzt geht's los, würde ich sagen. Heute ist eine Challenge geplant. Die steht normalerweise nicht auf meinem Plan. Aber ich freue mich. Wann warst du das letzte Mal in der Massage? 2011 in der Kur. 2011 in der Kur? Das ist schon 9 Jahre her. Wo ich mit meinen Kindern in der Kur war. Ich würde sagen, ich schicke dich jetzt erstmal in eine Massage. Okay. Ist schon für dich gebucht alles. Wir gehen jetzt da rein und dann lässt du dich mal verwöhnen, damit du... ja, ein bisschen entspannter in den Tag starten kannst. Okay. Okay? Let's go, komm. Magst du auch mit rein? Willst du auch eine Massage haben? Nein. Sicher nicht? Nein. Ich biete dir eine an. Sicher nicht? Ja. Okay. Hi. Hallo. Ich habe eine Dame da. Ich würde sie gerne von euch massieren lassen. Eine Stunde oder was weiß ich. Volles Programm. Ich hole sie jetzt rein, ja? Ja. Okay. Katrin, einfach Augen zu und genießen, okay? Wir holen dich dann gleich wieder ab. Und dann gehen wir was essen und dann geht's los. Okay. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Und was sagst du, dass deine Mutter jetzt da drin ist? Sie hat's verdient. Schon fertig? Ja. Wie war's? Super. Du siehst mega erholt aus. Ja. Ohne Witz. Sehr entspannend. Ich hab's richtig genossen. Ja, Bombe. Hammer. Freut mich. Normalerweise 50, aber ich mache nur für dich 40 Euro. Wow. Wann warst du das letzte Mal shoppen?
Kann ich dir nicht sagen, weil ich es gar nicht mehr weiß. So lange ist es schon her. Echt? Vor Jahren. Vor Jahren? Ich gehe nicht shoppen. Ich denke immer erst an die Kinder und hol mir mal zwischendurch irgendwie so ein kurzes Oberteil oder T-Shirt. Mehr nicht. Das reicht. Wenn während dem Einkaufen kaufe ich mir das einfach mit. Aber würdest du gerne einkaufen gehen? Ja, was heißt, ich habe Kinder und ich denke erst an die Kinder. Wenn nach den Kindern komme ich. Und was sagst du dazu, dass deine Mutter so denkt? Naja, also ich finde, dass sie sich auch mal was gönnen könnte. Ja. Natürlich denkt sie an die Kinder, aber sich was gönnen könnte sie auch mal. Irgendwann, wenn ihr alle arbeitet, verpflegt ihr eure Mutter. Ja. Einfach, als Dank. Ja. Oder? Ja. Aber heute ist Zeit für dich. Ja. Und, wie sieht's aus? Wir haben so ein paar Kombinationen. Hier das mit dem weißen Herz, so ein bisschen mehr. Okay, krass. Dann das blaue Kleid. Da. Ja, so. Oha. Oha, und was hast du da? Ich habe hier eine ganz auffällige Hose. Wow, geil. Das sieht auch geil aus. Ne? Was sagst du? Wir müssen mal anprobieren, wie es aussieht, wie es passt. Wie findest du das Outfit? Ich habe es ausgesucht, also gut. Was sagst du zum Outfit? Du hast es auch schon gesehen. Geil. Ja? Wunderschön. Krass, gell? Ja. Hast du deine Mutter schon mal in so einem Outfit gesehen? Mm-mm. Noch nie? Ich habe sie noch nie darin gesehen. Es sieht einfach mega schön aus. Die Augenfarbe und das Blonde strahlt halt voll aus. Ja, wart ab, wenn die Haare noch gemacht sind. Und? Und? Was soll ich verraten? Das Outfit? Nein, das mache ich nicht. Okay. Ja, Outfit haben wir schon. Wir brauchen jetzt nur noch Schuhe. Wir brauchen Schuhe, ja. Vielleicht und ein, zwei Tasche, Accessoires oder so. Genau. Klappe die dritte mit den Schuhen oder was? Finden wir keine? Ist nicht so einfach. Sie hat Größe 42. Ich kenn's nicht, ich habe Größe 38. Wenn ich einen Schuh will, finde ich den immer. Ja. Aber ist nicht so einfach. Also jetzt findet ihr aber Schuhe. Ja, wir drücken ganz fest die Daumen, dass wir Schuhe finden. Jawohl, Katrin, hier. Dankeschön. Wir haben einfach drei Paar Schuhe geholt. Ja. Krass. Die waren so günstig. Da habe ich gedacht, komm, pack mal noch zwei Paar drauf. Auf jeden Fall haben wir viel Auswahl, würde ich sagen, oder? Ja, Hammer. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir, Accessoires? Accessoires, die Tasche. Oh, die Madame Styleberaterin, was brauchen wir? Haben wir doch schon tausendmal wiederholt. Sag nochmal. Die Tasche, die Kette jetzt noch, dann war es das, oder? Wir sind jetzt einfach schon, seit wie viel Uhr sind wir unterwegs? Wir sind jetzt schon genau seit 4 Stunden unterwegs. Und jetzt sind wir bei den Accessoires angelangt. Und danach kommen noch die Haare. Das heißt, wir haben heute einen 10-Stunden-Tag. Ja, wir haben es geschafft. Echt? Wir haben alles. Jawohl. So, wir sind jetzt angekommen vor, hier, schaut mal, Bartmanns Barbershop. Auf jeden Fall, Kani, du gehst jetzt nach Hause, du hast deinen Dienst erledigt. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Danke. Hast du sehr gut gemacht. War echt cool dabei zu sein. Hat 4 Stunden, 5 Stunden gedauert. Genau, aber das Frauen-Umstyling ist kein Vergleich zu Männer-Umstyling. Auf gar keinen Fall. Und ich habe so anstrengend. Ich hab es hat Spaß gemacht, ja, oder? Ja, es hat Spaß gemacht. Ich habe bei meinem letzten Umstyling gesagt, ich mache nie wieder eine Frau. Jetzt haben wir es gemacht. Auf jeden Fall kommen jetzt die Haare dran. Also Kani, danke schön für deine Dienste und bis bald, gell? Tschüss. Ich habe eine Expertin eingeladen, wenn es um Frauenfrisuren geht und um Schminken und alles, was die Frauenhaare und Gesicht betrifft. Und zwar die Gloria, die stelle ich euch jetzt vor und dann geht's los mit den Haaren. Servus. Hi. Wer bist du? Die Gloria. Hi Gloria. Hi. Schön, dass du hier bist. Danke. Du bist Friseurin. Jawohl. Seit wann? Seit, oh Gott. 17 Jahre? 17 Jahre schon. Ich habe dir jemanden mitgebracht. Wir sind schon seit 5 Stunden shoppen gewesen. Und ich würde sie dir gerne vorstellen, die Katrin. Mhm. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir mit ihren Haaren machen, oder? Jawohl, machen wir. Was machen wir mit ihren Haaren? Das ist eine gute Frage. Ich gucke mir das jetzt erstmal in Ruhe an und dann beurteile ich das. Aber ich habe schon eine Idee und freue mich auf das Umstyling. Mega geil, ich freue mich. Und wir haben wirklich schon lange gebraucht. Also ich habe dich auch schon lange warten lassen. Es tut mir echt leid. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt los, oder? Wir bestimmen jetzt Haarfarbe und so weiter, dann holen wir alles und dann geht's los. Jawohl. Let's go. Leute, schaut mal, was aus meinem Barbershop geworden ist, einfach. Schaut euch das mal an, wirklich. Beauty. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so viele pinke Farben hier. Was ist hier los? Hilfe. Ich würde halt mehr von dem auf jeden Fall nehmen. Alles besorgt, oder? Ja. Hier, bitteschön. Und jetzt gehen wir in einen Laden, wo wir Extensions bekommen. Hast du schon mal Extensions gehabt? Nein. Noch nie? Nein. Okay, let's go. Hallo. Wer bist du? Melissa. Hi Melissa. Hi. Freut mich. Wir sind hier nämlich bei Verlocke Extensions. Ne? Das ist die beste Anlaufstelle hier in der Umgebung. Auf jeden Und deswegen habe ich euch kontaktiert. Ja,
Und wir haben nämlich eine Kandidatin, die braucht unbedingt Extensions. Boah, was ist hier los? Ein Paradies. Wie lang sollen die Haare werden? Bis zum Boden. Wollt ihr das länger? Also schon vielleicht so bis hier, Katrin, was meinst du? Mhm. Dass man so einen Tick länger auf jeden Fall. Das, ja, das wäre schon krass. Kurz was zur Qualität, dass du auch Bescheid weißt, was du da bekommst. Diese Haare wurden per Hand nach Wuchsrichtung sortiert. Da hängen die Haare offen. Die wurden ganz schonend eingefärbt. Mhm. Sie sind pflegeleicht und die halten dir auch sehr lange. Wenn du die jetzt gerade ab und zu reinmachst, halten sie dir wirklich locker ein Jahr oder länger. Wenn du jetzt irgendwann auch mal sagst, du bist ja jetzt gerade blond und du sagst irgendwann, oh nee, ich möchte dunkelhaarig werden. Die sind einfärbbar, diese Haare. Also okay, die machen es mit. Ich habe auch jegliche Farbveränderungen schon hinter mir. Meine Tressen haben es ausgehalten, dann werden es deine auch aushalten. Also, darf ich mal anfassen? Ja, ja, klar. Das ist gar kein Thema. Fühlt sich echt gut an. Das ist der Wahnsinn. Oder? Ja. Also ich, das ist für mich auch das erste Mal sowas. Nein. So ein Gespräch mitzubekommen. Ja. Super, ich danke dir, gell? Ja, ist kein Thema. Wir danke. Sehen uns, gell? Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao. So, Katrin, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Katrin ist aufgeregt. Wann war das letzte Mal ein professioneller Friseurbesuch? Das war nur so ein einfacher Friseur. Was weiß ich, vor 7, 8 Jahren. 7, 8 Jahre? Ja, das ist schon länger her. Das ist schon länger her. Meine Kinder haben mir immer die Haare gefärbt. Vanessa und Jasmin. Oha! Oha! Wie geht's? Gut. Oha, Leute. Hier geht's schon ans Eingemachte. Hier werden schon Wimpern verziert. So wild. Man macht einzelne Wimpern drauf für einen Abend. Nee, das sind ja schon so Bündel. Ja, aber man macht das für einen Abend sowas. Ja. Oh mein Gott, Frauen, was ist mit euch los? Willst du nach Hause? Ja, ich will nach Hause, Alter. Wie lange sind wir schon unterwegs? Wie viel Uhr haben wir? Seit 12.30 Uhr, das heißt, wir sind schon seit 9 Stunden unterwegs. Ja, siehst du was. Oh mein Gott. Ich hatte noch nie in meinem Leben so einen langen Dreh. Leute, wir haben einfach 22 Uhr. Ich zeig dich jetzt noch nicht ganz. Okay. Deswegen diese Aufnahme. Man sieht dich nur bis zum Mund. Okay. Also, liebe Katrin, du ziehst dich jetzt um. Ja. Wir sehen uns gleich draußen. Alles klar. Bis gleich. Ich hab's dir schon mal gesagt. Einfach wow. Ja. Was sagst du dazu? Wow. Stimmt. Komplett verändert. Ja, wirklich. Krass, krass. Ja. Sehr, sehr gespannt. Auch auf Elvis, seine Reaktion. Oh ja, ich auch. Was denkst du? Wie hat er sich dich vorgestellt? Wie wirst du ankommen? Ich glaube, er denkt, ich komme in Jeans und Turnschuh. Weil er meinte ja zu mir, sie wird eh nicht mit sich sowas machen lassen. Nur Sachen, die ihr selbst gefallen. Das heißt, er kennt dich ja in welchen Klamotten? Jeans. Siehst du? Und Oberteil, Turnschuh. Und deswegen denkt er bestimmt, du ziehst Turnschuhe an, Jeans. Genau, ja. Aber sowas, meinst du, mit sowas würde er rechnen? Nein, mit sowas würde er nicht rechnen. Ey, so krass. Ich bin so gespannt. Deswegen, ich würde sagen, wir begeben uns gleich auf den Weg. Okay. Zeig mir aber noch mal kurz deine Haare. Dreh dich mal ganz kurz. Krass. Wow. Einfach wow. Outfit perfekt. Und ja, sehr, sehr geil. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Bist du müde? Ja. Wir gehen jetzt nach Hause. Ja, endlich. Wie findest du das Outfit von deiner Mutter? Wunderschön. Nochmal vielen, vielen Dank für die geile Arbeit. Wir haben jetzt schon 10:30. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr, sehr cool. Du hast bestimmt auch irgendwie Insta oder so, ne? Ja. Ist unten verlinkt, Leute. Folgt ihr, sagt ihr vielen, vielen Dank für die Arbeit. Und wenn ihr wollt, dass wir weitere solche Umstylings machen mit Gloria zusammen, schreibt einmal Hashtag Gloria in die Kommentare. Und dann machen wir sowas öfters. Aber nicht 11 Stunden. Nein. Nächstes Mal geht's schneller. So, Katrin, es ist etwas dunkel. Du stehst unter einer Laterne. Ja, wir haben von vorne für etwas Licht gesorgt. Aha. Alle warten schon sehnsüchtig auf dich. Guck, der Frau kommt. Guck sie an.
Mann, ein Glück, dass du meine Laune wieder anhebst. Und doch ein Kleid. Ja. Alter. Und? Noch mehr, mein Schatz. Ach, du bist so Wahnsinn. Aber schick ist kein Ausdruck. Schick ist kein Ausdruck. Das ist Wahnsinn. Und was sagst? Bombe, Bombe. Das war jetzt dein Glück, dass es so aussieht. Meine Laune war eh gerade unam Asphalt. Elvis, ich weiß. Was ist bei euch los? Die Nachbarn, will ich gar nicht mehr da eingehen. Ihr wartet ja schon seit 3 Stunden. Wir wären eigentlich schon vor 3 Stunden gekommen. Nee, die Nachbarn, weil das ist denen zu laut da und sel und la la la. Und da haben wir jetzt, die wohnen in einer Ecke, wo sie sowieso nichts mitkriegen, weißt du? Aber egal, guck deine Frau an. Bombe. Wie findest du die Haare? Dreh dich mal. Mir fehlen die Worte. Guck mal. Wahnsinn. Schatzkleid? Ich hab gedacht, du willst kein Kleid. Ja, und ich hab die ganze Zeit gesagt, nein, Katrin wird kein Kleid anziehen. Ja, meiner Frau kannst du auch einen Kartoffelsack anziehen, die sieht auch darin gut aus. Also, liebe Katrin, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank. Und guck mal, er hat sogar sein Outfit angezogen. Ajo. Und es war ein schöner Tag. Wir haben 11 Stunden gebraucht. 11 Stunden. Wow. Wie lange haben wir gebraucht? Bei uns ging das ja, zack. 3 Stunden waren wir fertig. 3-4 Stunden. Ja, also, ich habe ja keine Haare und brauche keine Aber Schuhe. Sie hatte eine schöne Massage. Das hat sie dir das schon erzählt? Eine schöne Massage? Also, ja, das habe nicht mal ich bekommen. Thai-Massage. Thai-Massage? Yeah. Ich wollte auch eine mit Happy End. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr, sehr gefreut, wirklich. Ja. Und freut mich auch, dass es dir gefällt. Ja, natürlich. Und wir bedanken uns bei dir. Genau, so ist es. Sehr gerne. Der Dank geht an dich, Ehrenmann. Hat Wahnsinn. Mich sehr, sehr gefreut. Sie ist die Perle in der Muschel. Und du hast die Muschel jetzt aufgemacht? Ja, genau. Ja. Die Muschel mache ich heute noch ein paar Mal auf. Tschüss. Ciao.